Die rumänische Regierung gibt alles. Ein Kinderchor soll die Herzen der angereisten Eurokraten erweichen. Ein Orchester mit Musikanten aus allen 28 EU-Ländern auf Harmonie einstimmen. Die Ehrengarde im Präsidentenpalast trägt Paradeuniform. Die Spitzen der Europäischen Union sind nach Bukarest gekommen, um den Beginn der rumänischen Ratspräsidentschaft zu feiern, obwohl beide Seiten wissen, dass es nichts zu feiern gibt. Rumäniens konservativer Präsident Klaus Iohannis liegt im Dauerclinch mit der eigenen Regierung. Mit der sozialistischen Premierministerin spricht er am liebsten gar nicht. Die beiden sind sich so spinnefeind, dass sie selbst zu diesem Anlass nicht gemeinsam vor die Presse treten. Es gibt zwei getrennte Pressekonferenzen zur Befremdung der Europäer. Den ganzen Vormittag habe ich mich gefragt, was ich bloß in der zweiten Pressekonferenz erzählen soll, nachdem ich bereits alles in der ersten gesagt habe. Den eigentlich starken Mann in der Bukarester Regierung trifft Juncker nicht. Liviu Dragnea, postsozialistischer Parteichef, kann nicht selbst Premierminister sein, weil er wegen Wahlfälschung verurteilt ist und unter Korruptionsverdacht steht. Nun soll seine Regierungschefin eine Amnestie durchbringen, die korrupten Politikern Straffreiheit zusichert. Mit Rechtsstaatlichkeit habe das alles nichts zu tun, warnt EU-Kommissionspräsident Juncker auf beiden Pressekonferenzen. Europa kann bei den Grundwerten keine Kompromisse eingehen. Eine Amnestie, wie sie in ihrem Land geplant ist, wäre ein Rückschritt. Dass ausgerechnet dieses Rumänien nun Rechtsstaatlichkeit in der EU anmahnen, Kompromisse schmieden und Themen setzen soll, sorgt in Brüssel für Verunsicherung. Das nächste Halbjahr stellt Europa ohnehin auf die Probe. Der Brexit, der strittige EU-Haushalt, die Europawahlen im Mai. Ein mit sich selbst beschäftigtes Rumänien kann wohl kaum Anstöße geben. Die Premierministerin gibt sich unbeirrt. Wir sind uns der Herausforderungen einer sich verändernden europäischen Landschaft bewusst und wollen ehrliche Vermittler in Europa sein. Wir müssen darauf bauen, dass diese Debatte über Strafbefreiung in Sachen Korruption und der Streit zwischen Regierung und Opposition und zwischen dem Präsidenten und der Regierung, dass der nicht belastend auf den Ratsvorsitz sich auswirkt. Die Opposition in Rumänien immerhin knüpft eine gewisse Hoffnung an die Präsidentschaft ihres Landes. Jetzt werden die Europäer endlich genauer hinsehen, vielleicht sogar gegen den Missbrauch von EU-Geldern und Korruption vorgehen, glauben die pro-europäischen Demonstranten. Wir wollen die EU, steht auf ihren Schildern und an Brüssel gewandt, vertraut der Straße und nicht unserer Regierung.